Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Musler. Los geht's! Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast mit einer Interviewfolge und zwar mit einer ganz, ganz tollen Kollegin von mir, mit der Zukunftsentwicklerin, Autorin, Rednerin Silvia Ziolkowski. Silvia, hallo, ich grüße dich. Ich grüße dich auch recht herzlich, Jörg. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem Workers Cast. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Tollste an Silvia ist ihr unfassbar herzliches Lachen. Ja, das höre ich so, so gerne und ich hoffe mal, dass wir es heute ein paar Mal zu hören bekommen. Ich gebe mir die größte Mühe, sie zum Lachen zu bringen. So. Da kommt schon. Also, okay. Ich habe dich in ein paar Stichworten beschrieben, aber ich denke mal, du kannst dich besser beschreiben, als ich das kann. Deswegen hau doch einfach mal ganz kurz an unsere Zuhörer raus. Was machst du denn so genau? Ja, du hast schon gesagt, ich habe mich der Zukunftsentwicklung verschrieben. Und da geht es mir vor allem um das Thema Vision, also das Warum tue ich eigentlich, was ich tue, um die Potenziale und die Persönlichkeit und mein Unternehmensherz. Das schlägt für Inhaberteams. Das heißt, ich begleite, unterstütze und berate Unternehmen, die mehr als einer sind, zwei, drei, vielleicht Kumpels, vielleicht Familie, was auch immer, und die erste Wachstumshürde schon genommen haben. Also mich interessieren jetzt nicht die Startups, sondern eher die gewachsenen Unternehmen, die irgendwann mal an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, boah, jetzt ist so weit der Alltag, hat uns irgendwie so fest im Griff und ich nenne das ganz gern Stuck State. Wir stecken jetzt irgendwie fest in einer Situation, die wir eigentlich so nicht wollen. Okay. Das ist super spannend. Wir haben das auch gerade schon so ein bisschen ausgemacht. Ja, wenn ihr jetzt zuhört, wir versuchen das in so einer Art, Mini-Coaching hier zu machen, dass wenn du jetzt selbst so in diese Situation steckst, die Silvia jetzt gerade beschrieben hat, dass du vielleicht so ein paar neue Impulse bekommst, wie du jetzt selbst mit dieser Sache umgehen kannst, welche Fragen du dir stellen solltest. Gut, Silvia, du hast es ja nicht immer gemacht, sondern du kommst ja aus einer hochemotionalen Branche, also Software. Ja. Ja, wahnsinnig emotional. Total, ja, wo es nur um Zahlen geht, ja, um Nullen und Einsen. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinen Weg. Also wie bist du jetzt selbst zu deiner eigenen Vision gekommen? Warum machst du jetzt das, was du uns gerade beschrieben hast? Da gibt es in der Tat ein Schlüsselerlebnis. Also ich habe 14 Jahre ein IT-Unternehmen geführt und war Mitinhaberin mit zwei Kollegen zusammen. Deswegen kenne ich ja auch diese ganzen Unternehmerteams, Inhaberteams, sehr gut die Situation, in der die stecken. Und so nachdem ich 10 Jahre dabei war, habe ich beschlossen, ich brauche jetzt mal so eine Mini-Auszeit. Dann habe ich mich mal so 2 Monate rausgenommen und meine zwei männlichen Kollegen haben gesagt, naja, wenn du das jetzt brauchst, dann mach das halt. Und das habe ich dann auch gemacht und dann bin ich wieder zurückgekommen, so nach 8 Wochen voll aufgeladen, mit tollen Ideen am Start. Und ich war noch nicht lange wieder da, so 2 Wochen. Dann kommt mein bester Mitarbeiter zu mir ins Büro und sagt, Silvia, du, kann ich dich mal sprechen? Ja, sag ich, klar, Ben, komm rein, was gibt's denn? Und er hat schon so ein Kuvert in der Hand und jeder Unternehmer weiß, Kuvert in der Hand eines Mitarbeiters ist irgendwie immer ein schlechtes Zeichen. Und so war das da auch. Also er schiebt mir dieses Kuvert so rüber und sagt, du Silvia, ich kündige. Und ich so, wie, Ben, du kündigst? Waren sie nicht nett zu dir, als ich nicht da war? Können wir irgendwas tun? Also all diese Dinge, die einem dann sofort impulsartig einfallen, wenn ein sehr, sehr guter Mann, Frau gehen möchte. Und dann sage ich, fühlst du dich nicht mehr wohl? Und dann sagt er, doch, Silvia, du alles bestens. Aber ich habe mir jetzt meinen Traum erfüllt. Ich mache eine Surfschule auf Gran Canaria auf. Ja, super. Da konnte ich noch nicht mal mehr böse sein, gar nichts. Und dachte mir, boah, was für eine coole Socke. Und ich habe ihn beglückwünscht und der war ja noch ein paar Monate da, weil, weißt du, ich weiß auch genau wie heute, der ging zur Tür raus und
Ich hatte so rechts von mir ein großes Fenster und ich schaute da raus. Es war Herbst und es fielen so die Blätter und ich denke mal, sag mal, Silvia, wo ist jetzt eigentlich deine Surfschule? Ist das noch deine Surfschule hier, so im übertragenen Sinne? Ah ja, ich habe es wieder verdrängt und das Alltag hat es zugedeckt, wie das so ist. Ne? Da hat genügend Projekte, spannende Themen am Tisch. Doch irgendwann ist es vom Kopf ins Herz gerutscht und da hat sich's nicht mehr verdrängen lassen. So, und dann brauchte ich Hilfe. Also ich konnte das für mich alleine nicht lösen, weil an einem Tag war das so, boah, ich mag das Unternehmen so gern und ich mag meine Mitarbeiter so gern und meine Kunden und das ist so eine coole Sache und das ist alles so toll hier. Um in der nächsten Woche zu denken, boah, ich kann schon alles auswendig und ich, nee, ich glaube, ich brauche jetzt mal was Neues, muss noch was drin sein im Schatzkästchen für mich. Ich war da so Ende 30, bin dann so Richtung 40 gewandert. Und das ist ja bei Frauen bekanntlich so ein Zeitraum, gell, wo man tiefer nachdenkt. Und das wollte ich dann auch und bin zum Coach gegangen und mit der habe ich Visionsarbeit gemacht. Und nach dieser Arbeit wusste ich, ich bleibe nicht mehr in diesem Unternehmen. Ich will es nochmal wissen. Ich will mein Ding machen. Ich will einfach das, was ich alles gelernt habe, diese ganzen Dinge, die uns widerfahren sind, inklusive der Vision, andere weitergeben. Und das war so sonnenklar. Es hat mich so fasziniert. Und dann habe ich gesagt, genau das will ich machen. Ich will Menschen und Unternehmen mit ihrer guten Zukunft verbinden, mit ihrer Vision verbinden, dass das nicht so schwer ist, so wie das sich bei mir angefühlt hat, bis ich da rauskam. Richtig coole Geschichte. Aber du hast mich so ein bisschen geschockt, weil du bist doch Anfang 30, habe ich gedacht. Danke, sehr charmant. Der war gut, der Das war. sind die Augenblicke, meine Damen und Herren, gell, wo der Jörg mich zum Lachen bringt. Hab's euch versprochen. Okay. Also, okay, haben wir so ein bisschen Parallelen auch zu mir. Ich habe mir auch irgendwann gedacht, ja, das kann einfach nicht alles gewesen sein. Das ist nicht das, was ich machen will. Aber wenn uns die Leute jetzt so zuhören, ich denke mal, jeder nimmt das ja aus seiner persönlichen Warte auf und manche haben sich jetzt vielleicht gedacht, ach ja, ich habe auch irgendwie diese Surfschule, ja, bei jedem ist die Surfschule irgendwas anderes. Und manch anderer mag sich gedacht haben, was sind das für zwei Freaks da am Mikrofon? Ja, das ist doch alles Hirngespinste und das kann man doch alles gar nicht machen. Warum glaubst du, also ich bin ja jetzt auch ein sehr großer Verfechter dieses typischen Warums, also sich zu fragen, wofür man steht, wofür man brennt. Denn bei meinem Thema Mitarbeitergewinnung, wenn du selbst nicht für das brennst, was du tust, wie willst du jemals jemanden anderen zum Brennen kriegen für diese Sache? Kann nicht funktionieren. Aber warum glaubst du, stehen so viele dieser Sache so skeptisch gegenüber? Also es gibt ja diesen tollen Helmut Schmidt-Satz, ne, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Vielfach zitiert. Warum ist das so? Ist das unser Sicherheitsbedürfnis, dass wir sagen, nee, wir müssen im bestehenden Rahmen bleiben? Oder woher kommt das? Gute Frage. Also ich kenne diesen Schmidt-Satz natürlich auch und ich verwende ihn ja auch ab und an mal so als Eröffnung, gell? Woher kommt das? Wir sind sehr vernunftsorientiert schon als Volk und auch gerade in der Arbeitswelt, also kognitiv, aber kognitiv für den Kopf tun wir gar nichts. Ne? Wir brauchen immer das Herz, damit wir uns bewegen. Kognitiv ist gut, wenn wir mal Zahlen, Daten, Fakten anschauen wollen. Und es ging halt in der Vergangenheit auch. Ne? Da hast du ein Unternehmen gehabt und ich behaupte, jeder, wirklich jeder, der am Start ist mit seinem Unternehmen, der hat da innen drin irgendeinen Beat schwingen. Der hat da diese Musik, die ihn da voranträgt. Weil allein, dass ich den braven Willen habe, das reicht nicht. Das reicht nicht. Aber deine Frage war ja, warum ist das so? Ich denke, weil wir in der Tat auch ein Stück weit erfolgsverwöhnt waren, diese Qualität ganz nach vorne zu schieben. Was in Deutschland gemacht ist, ist gut, weil wir sehr auf die Qualität achten, weil wir so fleißig sind, weil wir das alles so haben. Und ganz häufig wird dann dieses Thema Vision oder warum so ein bisschen als Shishi, das brauchen wir mir nicht, das
es geht doch um ganz andere Dinge. Wir brauchen die Leistung und die Qualität. Und ich glaube, das reicht nicht mehr. Wir brauchen neben der Leistung und Qualität das, was uns ganz innen drin antreibt. Und das haben die Unternehmer schon immer bewiesen. Wenn sie das in sich getragen haben, nehmen wir ganz ein altes Unternehmen, Grundig, als der Gründer gestorben war, als der nicht mehr da war, ging es mit diesem Unternehmen bergab, weil der hatte die Vision, der hatte die Leuchtkraft, der hatte die Gabe, die Menschen hinter sich zu bringen. Und das war ein wilder Hund und kein braver, nur Leistung und qualitätsorientierter Mensch, sondern der hatte einen Traum, den er verwirklichen wollte. Und das hat die Menschen angezündet. Es ist ja eine unglaublich spannende Sache. Also es lässt sich ja sogar beweisen, dass Unternehmen, die eine starke Antwort auf ihr Warum haben, die sind, die langfristig die erfolgreichsten sind und natürlich auch die anziehendsten. Aber die Überzeugung der meisten Leute da draußen von dieser Tatsache ist schwer. Du hast dich dem zu 100% verschrieben. Bei mir ist es auch ein ganz, ganz großes Thema natürlich. Aber die absolute Expertin dazu bist du. Deswegen bin ich auch froh, dass du da bist. Und du hast in deinem Buch vielleicht kurze Anekdote hier dazu. Wir haben beide ein Buch im gleichen Verlag veröffentlicht zur gleichen Zeit. Das war 2016, glaube ich, ne? Oder? Ja, 2016. 2016 bei Springer. Also ihr Buch "Bau dir deine Zukunft" und mein erstes Glücksschmiedehandwerk sind zur gleichen Zeit rausgekommen. Daher kennen wir uns auch. Ne? Also das so kleine Inside-Story. Und du hast eine sehr schöne, ich nenne es jetzt mal Metapher oder ein sehr schönes Bild, wie man eine Vision für sich baut. Und bauen ist das richtige Stichwort, denn das ist ein Haus, ein Visionshaus, ein Zukunftshaus, das unterschiedliche Säulenbereiche hat. Die Vision ist das Dach. Ja, absolut. Es ist dein Buch, deswegen überlasse ich es dir, uns dieses Haus zu beschreiben. Also was gehört alles zur Vision? Was gehört dann auch zur Umsetzung einer Vision? Ja, also als allererstes, dieses Zukunftshaus ist keine komplizierte Formel, sondern es soll uns dienen als Leitplanken, Orientierung und Fokussierung. Das ist mir ganz wichtig, weil ich halt nichts von komplizierten Formeln, weil ich auch nicht glaube, dass Leben kompliziert ist, sondern dass es uns halt hilft, uns zu fokussieren und zu orientieren. Das ist mal das eine dazu. Und dieses Haus besteht aus 5 Bausteinen, so nenne ich das auch. Und ich habe sie zusammengetragen aus unendlich vielen Interviews mit sehr erfolgreichen Menschen, aus Seminaren, Büchern, all dem, was ich so erfahren, gelesen, erlebt habe und selber erfahren habe in meinem Unternehmen. Und das hat sich wirklich dann eingedampft auf diese 5 Themen. So, wenn ich jetzt für mich persönlich als Unternehmerin oder Unternehmer mal hinschauen mag, was ist es eigentlich, was mich antreibt, dann schaue ich ja nach innen, dann schaue ich zu mir. Ich kann ja auch eine Vision errichten, die ein bisschen mehr nach außen schaut. Also beide Sichten sind möglich, aber jetzt schauen wir einfach mal nach innen. Und da gibt es 3 Säulen und die wichtigste Säule ist die Säule Werte. Weil die Wertesäule, die korrespondiert direkt mit der Vision. Ohne Werte keine Vision. Also das heißt, es korrespondiert miteinander und da kann man dann sich connecten damit. Und da frage ich wirklich ganz deutlich, was ist dir wichtig? Also in der einfachsten Form. Wovon ich nicht so wahnsinnig viel halte, sind diese ganzen Wertelisten. Weil die bringen einem so weg von dem Eigentlichen, was in mir drin schwingt. Sondern da gefällt mir halt das und das und das und das. Ich habe so eine Liste in meinem Buch auch, wenn einem gar nichts einfällt, gell? Aber Liebe ist es mir, wenn es aus uns rauspurzelt. Und wir haben diese Dinge in uns drin. Also was ist mir wichtig? Und es gibt noch 2 Fragen, die da ganz gut hinführen. Die eine lautet nämlich, was ärgert mich eigentlich? Was ärgert mich? Wenn ein Mitarbeiter andauernd zu spät kommt, das ärgert mich kolossal, da kriege ich so einen Vogel. Oder wenn ich sage, einer veruntreut irgendwas, das geht gar nicht. Hm? Solche Dinge, wenn ich weiß, was mich ärgert, dann weiß ich sofort, was für ein Wert da dahinter liegt. Hm? Mhm.
eben auf der einen Seite Ehrlichkeit und auf der anderen Seite Verlässlichkeit. Da komme ich dem schon ganz gut nah. Und das andere, was ich ganz gern frage, ist, für was gibst denn du Geld aus? Und auch da kommt man ganz gut auf seine Werte. Ich persönlich gebe zum Beispiel sehr viel Geld aus für Nachhaltigkeit. Also ich kaufe in Bioläden ein, in der Region ein, auch wenn es vielleicht teurer ist. Habe 2 Bücher geschrieben, schreibe immer mal wieder bei Büchern mit, habe einen Podcast so wie du und. Das zahlt für mich alles auf den Wert Nachhaltigkeit ein. Ich habe aber auch einen anderen Wert, der heißt Genuss. Und das heißt, ich muss immer mal wieder innehalten und was erspüren. Und Genuss ist für mich durchaus ein wichtiger Wert. Und ich glaube, da darf man auch mal ehrlich zu sich sein. Es ist nicht immer alles vernünftig, was wertvoll für mich ist. Letztendlich kann es aber sehr vernünftig werden, wenn ich es ernst nehme. Mhm. Also so im Quick-Check sind das die 3 wichtigsten Fragen in der Säule Werte. Dann aber auch, was kann ich gut, was werfe ich eigentlich in den Ring? Also welche Talente habe ich? Und ich kenne ja deinen Podcast auch und höre da immer wieder gerne rein, weil ich ihn wirklich sehr pfiffig finde, sehr direkt, sehr klar. Und das sagst du auch immer mal wieder, also mein Talent war es eben nicht, auf dem Dach zu stehen, sondern mein Talent ist Reden und Schreiben. Das kann ich gut. Ja. Und das empfehle ich, ja, gern. Darf ich da kurz einhaken? Also wir haben ja da im Moment eine relativ einen starken Gegentrend. Also ich sehe das absolut genauso. Also ich bin ein großer Talentfan. Wir haben im Moment so diesen Gegentrend auch von relativ bekannten Namen unserer Branche, die sagen, ja, Talent wird vollkommen überschätzt, sondern es geht darum, dass du willst und dass du reinhaust und so weiter. Und sie berufen sich sehr stark auf Malcolm Gladwell und seine 10.000-Stunden-Regel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne die. Ich kenne auch Susan Dweck, Carol Dweck heißt sie, die eben dieses kleine Büchlein geschrieben hat, wo sie sagt, wenn Menschen, also durchschnittlich Talentierte, wenn die, also, oder sehr Talentierte, wenn die nichts tun dafür, sind sie weniger erfolgreich wie durchschnittlich Talentierte, die dafür was tun, die an sich glauben und an sich arbeiten. Ja, also natürlich ist das Wollen, das Machen eine ganz wichtige Komponente, aber wenn ich null Talent für irgendwas habe, mal ganz ehrlich, dann hilft mir unfassbar viel Wille auch nichts. Ich werde einfach nicht auf das Level kommen, wie jemand, der durchschnittliches Talent hat und was dafür tut. Wie siehst du das? Also wie siehst du dieses Talent-Bashing, das wir im Moment so ein bisschen haben? Ja, für mich stimmt's nicht ganz, weil ich glaube, dass wir einfach Gaben mitkriegen. Ja. Im Leben. Und die können wir auch wirklich in den Ring werfen, wenn wir natürlich nichts draus machen, weil vielleicht unsere Eltern dann nie dran geglaubt haben, dass ich mal ein toller Sänger werde oder irgend sowas. Wenn wir jetzt gerade so ein Beispiel, was so offensichtlich ist. Ne? Also Singen, Musik, das ist so eine offensichtliche Sache. Also bitte, wenn ich einfach die Stimme nicht habe, die mich zum Opernstar macht, dann kann ich da schon mich anstrengen wie blöd. Ja. Dann langt es vielleicht zum Musicalstar, aber möglicherweise eben nicht zur Operndiva. Ja. Und ich finde es schade, wenn die Gaben, die wir so mitkriegen, und jetzt will ich vielleicht mal mit der Bibel beantworten, ne? Da heißt es ja auch schon, was machst du aus deinen Talenten? Und ich denke, die in den Ring zu werfen, macht schon sehr viel Sinn. Was kann ich gut? Also was kann ich gut? Und die andere Frage dahinter ist, was fällt mir leicht? Mhm. Weil wenn ich einfach dieser Frage nachschleiche, was fällt mir leicht, dann bin ich meinem Genie erstens ganz nah und zweitens mal versteckt sich dahinter 100% ein Talent. Ja. So, um aber diese Frage vielleicht zu komplettieren. Für mich ist das Talent allein, und vielleicht meint es die Kollegen, nicht ganz so viel wert, wenn es mir nicht auch Spaß macht. Mhm. Vielleicht kann ich gut singen, find's aber blöd, wenn wir jetzt vielleicht bei diesem einfachen Beispiel bleiben. Ja. Nee, also das ist überhaupt nichts für mich. Aber vielleicht ist Moderieren was für mich, weil ich eben mit meiner Stimme spielen kann, weil ich mich das traue. Daran habe ich vielleicht Spaß. Ja. Und diese 2 Komponenten, das Talent und der Spaß. Und wenn sich die ähneln, dann bin ich ja meiner Berufung schon ganz nah.
Das sage ich ganz gerne. Wenn ich dann natürlich noch die Werte dazu nehme, die oftmals diese beiden Säulen ein Stück weit widerspiegeln, dann bin ich schon mit meinen Säulen schon auf einem ganz guten Weg. Dann habe ich eine Orientierung, dann habe ich schon Leitplanken, mit denen ich nach vorne gehen kann. So, das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich nicht. Beim Spaß geht es mir übrigens auch um die Dinge, was gibt mir Energie, um die Fragen dahinter noch zu beantworten. Also die ich dazu stellen kann. Was, ja. gibt mir Energie? Wo lade ich meine Batterien auf? Und um wieder das Gegenteil zu haben, was zieht mir eigentlich einen Stecker? Ey, wo bin ich echt alle? Das gehört dann meistens nicht zu meinen Talenten und auch nicht zu den Dingen, die mir Spaß machen. Mhm. Mit diesen Verneinungen komme ich da auch immer drauf. Mhm. Ja. Also ich finde mich natürlich sehr stark wieder, ne, weil das ist absolut meine Geschichte, ja, dass ich, das sind genau die Dinge, über die ich mir Gedanken machen musste. Was sind meine Talente? Was mache ich mit Freude und Begeisterung? Und was sind am Ende meine Werte? Und das sind ja auch die drei Säulen, auf die du dann das Dach, auf das du die Vision packst. Inwieweit stimmst du mir zu, wenn ich sage, eine Vision ist umso stärker, wenn sie nicht nur ein Innen, sondern auch ein Außen hat. Also wenn ich eine Vision finde, mit der ich etwas Wichtiges für andere tue. Unvergleichlich mehr. Das andere, also ich habe in meinem Buch so diese Unterscheidung getroffen, was ist eigentlich ein Traum, was ist eigentlich eine Vision. Also ein Traum, wenn ich Richtung Traum gehe oder Wunsch gehe, dann sind das oft Dinge, die ich für mich persönlich tue. Also das Traumhaus, das Traumauto, die Traumfrau, der Traummann, das sind so, die im Privaten sprechen wir öfters mal von Träumen, die ich mir erfüllen möchte. Mhm. Im unternehmerischen Sinne, wenn ich von Visionen spreche, dann hat es immer mit anderen zu tun. Immer. Ja. Da bin ich 100% überzeugt. Da will ich meinen Beitrag leisten, ein Problem lösen, etwas leichter machen für andere. Das ist nie Selbstzweck, nie. Ausrufezeichen. Ja, ja. Aber sowas von. Ich schneide das ja noch, ich könnte dir noch so einen Tusch einspielen. Ganz, also unfassbar wichtig. Ja, nee, das ist, mir ist, ich feiere es auch immer so, wenn Leute das genauso wie ich, ja, sehen, fühlen, an andere weitergeben. Es gibt nichts Kraftvolleres, als wenn du was für andere tust. Und zwar für dich und für die anderen ist das unfassbar kraftvoll, ja. Ja. Und das spüre ich in mir drin, das macht Musik. Ich nenne das eben ganz gern, wenn ich den Beat in mir spüre. Und wenn ich dann Richtung Vision gehe und es stellt mir die Nackenhaare auf und ich kriege ein bisschen Schiss, dann bin ich schon ganz richtig. Und jetzt will ich gerade zur Vision noch eins sagen, weil das so oft als Dreijahresziel genannt wird. Nein, es ist kein Dreijahresziel, sondern es im Idealfall ist es etwas, wo ich das ganze Leben nachstreben kann. Und es hört nie auf. Ja. Das hört nie auf. Wenn ich die Welt ein Stück besser machen will, da langt mein einziges Leben möglicherweise nicht. Aber ich bin ziemlich sicher, wenn ich dafür antrete, dass ich die richtigen Fragen stellen werde und die richtigen Dinge sehen werde, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Könnte ich stundenlang bald zuhören. lass uns jetzt an dieser Stelle doch einfach mal konkret werden. Also, ja. Ich weiß nicht, meine Vision in deinem Podcast war ich ja auch schon, Silvias Podcast packe ich euch übrigens in die Shownotes rein, da müsst ihr auf jeden Fall auch reinhören. Immer wieder ganz spannende Leute dabei. Also mein Warum ist ja extrem einfach. Ich sage, ich arbeite jeden Tag dafür, dass es eines Tages normal ist, wenn der Sohn oder die Tochter eines Arztes Maurer wird. So, ja. Das ist mein Warum. Ich muss dazu sagen, Arzt und Maurer sind Platzhalter, da kann jeder andere Beruf stehen. Ich sage, ich verstehe mich als Grenzensprenger. Ich möchte, dass die Leute an den Platz kommen, wo sie für sich und für andere am wertvollsten sind. Und bezogen auf das Handwerk möchte ich, dass die Handwerker den Menschen diese Plätze zeigen, die es im Handwerk gibt, wo man unfassbar wertvoll sein kann für sich und andere, wenn das die richtige Entscheidung für einen ist. So, das ist das, warum ich jetzt hier mit dir sitze und einen Podcast mache. Und das ist es auch, warum ich mich
umentscheiden musste, weil ich das als Unternehmer im Handwerk so einfach nicht rüberbringen konnte, so nicht gespürt habe. So, wenn jetzt einer aber sagt, nee, also Handwerk ist schon das Richtige für mich, aber ich weiß auch nicht, ich gehe jeden Tag dahin und irgendwie bin ich nur noch am Abarbeiten und es ist nur noch Stress und ich bin eigentlich nur noch dabei, mich zu ärgern, aber ich krieg meinen Kopf nicht frei, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jetzt kommt einer damit zu dir und sagt, Silvia, du kennst dich doch mit der Sache aus, was soll ich machen? Was sagst du ihm? Also möglicherweise wird der allererste Tipp, dass ich ihm sage, lass mal das Unternehmen laufen, so wie es läuft, und nimm du dich überhaupt erstmal raus. Okay. Ich weiß, da kriegen manche Schockstarre und sagen, das geht nicht. Mein ja. Unternehmen läuft nicht ohne mich. Und ich sage, das ist Quatsch, weil sobald du krank wirst, geht's auch. Aber müssen wir denn verdammt nochmal immer erst krank werden, damit wir es kapieren? Dafür ist unsere Lebenszeit zu schade. Also in der Tat, nimm dich raus und träum mal. Geh mal wirklich wieder in den Träumermodus. Weswegen bist denn du mal angetreten? Das ist möglicherweise die allererste Frage, die ich stelle. Weswegen bist denn du mal angetreten? Für das, was du heute tust. Und dann nochmal hinzuspüren, wie sehr hat sich denn verändert, was ist denn anders geworden? Und das geht nur, wenn ich Zeit habe. Es geht nicht zwischen Tür und Angel. Die Vision erwischt mich selten zwischen Tür und Angel. Da darf ich schon mal ein bisschen hindenken in das Ganze. Ja, das wäre so in Kurzfassung das, was ich dem fragen würde und das, was ich ihm im allerersten Schritt raten würde. Und dann natürlich, sag, bau dir mal dein Zukunftshaus, bau das mal für dich. Da vielleicht gleich rein, dass du deine Leitplanken mal wieder gerade gerückt hast. Weil das ist halt die Krux. Wenn der Alltag zuschlägt, dann nehmen wir uns nicht mehr die Zeit, am Unternehmen zu arbeiten, sondern sind gefangen im Unternehmen. Ja. Und da sind wir dann unendlich vielleicht. Das waren wir damals auch. Mein Gott, so am Anfang in der Pionierszeit, da haben wir immer mal wieder am Unternehmen gearbeitet. Wir wollten schließlich auch diese berühmte Dell ins Universum hauen in unserem Bereich. Ne? Da will ich jetzt mal kurz sagen, was wir gemacht haben. Wir haben Datenkommunikationslösungen für die Automobilindustrie gemacht. So, das ist jetzt wirklich Zahlen, Daten, Fakten an Nullen und Einsen und dann noch doppelt Richtung Automotive. Mhm. Ne? Also das ist das, was wir gemacht haben. Und immer, wenn wir uns mit unserer Vision verbunden haben und immer, wenn wir uns Zeit genommen haben, uns zurückzunehmen, sind unfassbar kluge Geschichten entstanden. Wenn wir uns wieder verbunden haben mit dem, für was wir überhaupt unterwegs sind, dann war die Energie da. Dann haben wir wieder Mitarbeiter angezogen, fast von alleine. Ja. Und immer, wenn wir es verloren haben, wurde es zäh. Die Mitarbeiter haben sich was anderes gesucht. Die Kunden haben dann auch gesagt, naja, du hast jetzt auch nicht so recht. Das ist ein Teufelskreis. Und am Anfang geht es ja fast wie von alleine, dass ich, wenn ich da dranbleibe, an diesem Thema am Unternehmen zu arbeiten, also die Vision lebendig zu halten, nachzujustieren, die Ziele dazu immer wieder nachzujustieren, weil ich wachse, vielleicht verändern sich meine Werte, weil jetzt habe ich Familie, jetzt bin ich mehr auf Sicherheit, nicht mehr so sehr auf Abenteuer, etc., etc. Das alles braucht Aufmerksamkeit. Ohne die wird's nichts. Also im Endeffekt sagst du, es ist der sinnvollste Weg, wirklich für sich diese einzelnen Bausteine dieses Zukunftshauses durchzugehen, also sich zu fragen, okay, was sind meine Werte, was kann ich gut, was mache ich mit Freude und das dann zu diesem Dach zusammenzubringen, wenn ich mich frage, okay, warum mache ich das überhaupt, wer hat was davon? Ja, es fehlt noch ein Baustein und das ist das Fundament und da geht es um die Haltung und Überzeugung. Also mit welchen im Volksmund auch Glaubenssätzen bin ich denn eigentlich unterwegs? Sage ich die ganze Zeit zu mir, es ist so schwer geworden, in der Branche Leute zu finden, zum Beispiel, um jetzt an deinem Thema anzudocken. Mhm. Du findest ja keine mehr. Bin ich mit dieser Haltung und Überzeugung unterwegs? Oder habe ich eine Haltung und Überzeugung, dass ich sage, hey, wir haben so ein cooles und keckes Unternehmen, wer nicht bei uns arbeitet, ist selber schuld. Da habe ich ein ganz anderes Selbstverständnis, das ich nach außen trage. Und das halte ich noch für einen wichtigen Punkt, weil sonst nützt mir die ganze Vision nichts, wenn ich
wenn ich, sage ich, nicht daran glaube, weil ich von meiner Haltung und Überzeugung her vielleicht noch nicht so weit bin, ja, diese Persönlichkeit nachzuziehen, mit einer gestrafften Schulter zu sagen, wir sind wer, ich bin wer, wir haben tolle Produkte, wir können an den Markt gehen und uns braucht's auch hier in dieser Welt. Mhm. Ja, ganz wichtig. Also das habe ich jetzt natürlich vergessen. Als Dachdecker habe ich beim Dach angefangen und habe das Fundament weggelassen. Nee, ja, also ist ein super, super wichtiger Punkt. Also sind wir auch wieder am Anfang des Podcasts. Wenn ich das jetzt, also wenn du uns beiden jetzt zuhörst und dir denkst, meine Güte, ja, das kann ja nicht funktionieren und wir leben in einer Welt, wo es um Zahlen, Daten und Fakten geht und nichts anderes interessiert, dann brauchst du eigentlich gar nicht anfangen damit, oder? Weil das, ja, diese Überzeugung macht's dir von Anfang an kaputt. Oder welche Chance habe ich dann? Vielleicht auch noch ganz wichtig, ich weiß, dass es auch in deinem Buch vorkommt, wie hinterfrage ich meine Glaubenssätze, wenn ich welche habe, jeder hat welche, sondern wenn ich das jetzt gerade höre und in dieser Richtung gerade Gedanken habe, was ja in Ordnung ist, aber wie kann ich dahingehend vielleicht ein bisschen hinterfragen? Ich weiß, dass du da auch sehr schöne Sachen im Buch hast. Also zwei Möglichkeiten. Erstmal diese ganzen, ich nenne die ganz gern Quatschis, habe ich von Jens Korsen übernommen, weil ich finde das eigentlich sehr bezaubernd, die auch mal so zu personalisieren. Wer spricht da eigentlich mit mir? Also die Quatschis, die wir so haben, da kann ich ja mal ein paar mir niederschreiben, wenn sie mir so begegnen. Und uns begegnen die alle. Also auch ich bin da vorne gefahren. Ich habe so auch meine so Quatschis, nur so manches Mal. Und wenn die mich erwischen, dann wirklich zu sagen, was will ich eigentlich stattdessen denken? Was will ich eigentlich stattdessen denken? Und bei meinen Klienten höre ich dann manchmal, Franz Zilkowski, das können Sie jetzt aber doch nicht sagen, das ist doch, das kann ich doch nicht glauben. Sag ich, wieso nicht? Sie glauben das andere ja auch. Und das ist genauso nur ein Gedanke erstmal, ne? Als das andere nur erstmal ein Gedanke ist. Also ich muss noch ganz viel üben, bis ich XY kann. Das ist so einer dieser Glaubenssätze, der sehr typisch ist. Ich brauche noch ganz viel Ausbildung, muss noch sehr gern genommen von Frauen, ich sage es ungern, aber wir Damen, wir haben da so einen Glaubenssatz, das heißt, wir müssen noch ganz viel Kompetenz aufbauen, bis wir an den Markt gehen können. Und ich sage, nein, musst du nicht. Du musst die PS auf die Straße bringen. Und dann kann ich vielleicht dagegen setzen, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Und Wiederholung ist bekanntlich die Mutter des Könnens. Wenn ich mir das eine einrede, kann ich mir das andere auch einreden. So, das ist die eine Art, mit Glaubenssätzen umzugehen. Aber wenn sie sich gar nicht vertreiben lassen, weil sie ganz, ganz tief sitzen, dann arbeite ich sehr gerne mit The Work von Byron Katie. Und die hat 4 Fragen und eine Umdrehung. Und da kann ich als allererstes mal fragen, ist es wahr? Also wir bleiben bei dem Beispiel. Was habe ich gerade für ein Beispiel gehabt? Also ich muss so ganz viel lernen. Ich muss so ganz viel lernen, bis ich mich selbstständig machen darf, zum Beispiel. Ist das wahr? Ja, natürlich ist das wahr. Ja, kannst du denn mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Da fange ich dann schon an, ein bisschen zu hart und sage, mit hundertprozentiger Sicherheit kann ich das jetzt nicht wissen, dass das wahr ist. Und dann die nächste Frage, wie gehst denn du mit dir um und wie gehst du mit anderen um, wenn du das glaubst, was du da denkst? Also, ich muss noch ganz viel lernen. Ja, ich mache mich kleiner und ich traue mich nicht und ich schimpfe mich vielleicht auch, dass ich es nicht nach vorne bringe und ich bin neidisch auf andere, weil die das geschafft haben und ich noch nicht. Solche Erklärungen könnten dann kommen. Und um dann zu fragen, hey, was wär's denn eigentlich, wenn du das gar nicht denken könntest? Also das finde ich ja das Faszinierendste überhaupt, sich zumal zu überlegen, was wäre eigentlich, wenn ich das nicht denken könnte? Wenn da oben in meinem Hirn überhaupt kein Platz für diesen Gedanken wäre? Ja. Gar keiner. Ist ein bisschen schwer vorstellbar, aber es gibt ja so Situationen, wo man sich wundert, was andere so denken können. Also da schaue ich dann auch mal mit erstaunten Augen hin und sage, also dieser Gedanke hat noch nicht an meine Tür geklopft. Den finde ich ja hochspannend. Das ist bei mir überhaupt nicht vorbeigekommen. Und wenn du so einen Gedanken gar nicht denken könntest, dann kannst du dir mal überlegen, was wäre denn dann?
boah, dann würde ich einfach loslegen, dann würde ich mich trauen, dann würde ich die anderen vielleicht nach ihrem Weg fragen, wie die das geschafft haben. Dann könnte ich einfach mal fröhlich, fromm und frei Fehler machen, weil wer sagt denn, dass es verboten ist, Fehler zu machen? Hm? Also was könnte dann sein? Und das sind schon mal die vier Fragen und dann gibt es noch die Umdrehung. Das heißt, hinterfrag mal deinen Gedanken. Also ich muss noch ganz viel lernen. Ich könnte auch sagen, ich habe schon alles. Und könnt ihr mal überlegen, gibt es dann eigentlich auch Beispiele dafür, dass ich schon alles habe, um zu starten? Wow, ja, die Ausbildung habe ich schon, die Ausbildung habe ich schon. Ja, und letztes Mal hat mir jemand gesagt, dass er mich sofort engagieren würde. Aha, das ist ja spannend. Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das kann man dann so ein paar Mal machen, hm? Und stellt dann vielleicht fest, wenn man das immer mal wieder für sich macht, dass diese Glaubenssätze sich in der Tat auch auflösen, weil ich plötzlich Möglichkeiten sehe, es anders bewerten zu können. Ich finde das super spannend. Also ich finde es super spannend, auch grundsätzlich sich mit diesem Thema, weil das ist ein eigenes Thema für sich, über das wir in 5 Podcasts machen können, das Thema Glaubenssätze. Aber sich wirklich mal zu fragen, was geht denn bei mir vor? Also ich schlage immer wieder natürlich bei mir die Brücke zum Thema Mitarbeitergewinnung. So diese Sachen, ja, ins Handwerk will ja eh keiner mehr, die zu uns kommt, das ist ja eh nur der Rest, der übrig bleibt und sowas. Was macht dieser Gedanke mit dir? Und was mir jetzt, während du erzählt hast, auch noch so in den Sinn gekommen ist, es ist, egal was du denkst, grundsätzlich, es ist immer alles okay. Aber bezieh das jetzt wieder auf unseren Podcast. Du hörst das Thema, über das wir reden. Und wenn du jetzt sagst, das ist Quatsch, was wir erzählen, dann ist das in Ordnung. Nur ganz wichtig, dieser Gedanke sagt mehr über dich als über uns. Und das finde ich immer ganz spannend. Und wenn ich das für mich reflektieren kann, wenn ich sage, ich kann meine eigene Meinung haben, ich kann bei meiner eigenen Meinung bleiben und häufig ist das auch vollkommen in Ordnung, aber andere Meinungen zulassen zu können, andere Sichtweisen zulassen zu können, das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, mich auch selbst hinterfragen zu können. Also mir fällt da ein Beispiel ein, das muss ich nur raushauen. Ich kaufe mir immer wieder Bücher mit Themen, wo ich mir denke, na, also ich weiß ja nicht, ne? Ja? Und übertrieben gesagt zwinge ich mich dazu, diese Bücher zu lesen, einfach um ja, mich für Gedanken aufzumachen, die vielleicht nicht dem entsprechen, was ich jetzt schon denke. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Absolut. Lass mich mal noch in eine Sache reingehen. Also wenn ich jetzt in diesem Prozess schon weiter bin, dann habe ich ja immer das Problem, wie halte ich es am Laufen? Also, mein klar, wenn ich wirklich ein Warum habe, dann zieht mich das Warum. Und das hilft mir, morgens aus dem Bett zu kommen und zu sagen, Mensch, ich gehe das an, ich will das umsetzen. Aber es gibt auf jedem Weg immer so die Schwierigkeiten. Wie, angenommen, ich bin jetzt in einem Coaching-Prozess mit dir drin und wir haben unser Haus schon gut gebaut, wir haben auch das Fundament nicht vergessen. Jetzt bin ich aber so im Prozess drin und ich stoße auf Schwierigkeiten, ich zweifle, vielleicht sind auch die Kritiker unterwegs, die sagen, ich hab's dir ja gesagt und wie würdest du mir jetzt helfen? Als erstes mal zu überlegen, dass ich mir selber meine Vision verkaufe, also die wirklich auflade, glaube ich mir das, was ich jetzt da mir erdacht habe und dann verkauf sie bitte mal deiner Familie, deinem Partner, deinem engsten Umfeld. Wenn du gar keine Kritiker findest, dann ist sie zu klein. Das ist schon mal der erste Gedanke. Dann darfst du durchaus nochmal stärkere Argumente finden, die dich auf den Weg halten und durchhalten. Also wenn es ums Durchhalten geht, dann bin ich ein totaler Freund von Baby Steps zum Ziel. Also wir leben in einer Agilität, in einer agilen Welt, VUCA, FOMO, schlag mich tot, Digitalisierung, Unternehmen 4.0, sonst was. Da können wir nicht mehr nur große Sprünge machen. Das überfordert uns komplett. Und das machen auch viele falsch, wenn sie an ihre Vision arbeiten. Die starten und dann meinen sie, in einem Jahr müsste jetzt alles gerückt sein. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, über kleine Erfolge erzielen wir wieder Erfolge und können den nächsten Erfolg obendrauf packen.
Und immer nur in großen Gewaltschritten unterwegs zu sein, da geht uns irgendwann die Luft aus und wir hängen im Straßengraben und rühren uns nicht mehr und sagen, boah, die anderen haben recht gehabt. Die anderen haben einfach recht gehabt. Und dann ganz am Anfang empfehle ich auch, bewahre dein Pflänzchen, erzähl es nicht jedem. Such dir lieber ein gescheites Netzwerk und Unterstützer, die mit dir an deine Sache glauben, weil eins könnt ihr auch glauben da draußen. Wenn du so mutig bist, eine Vision zum Leuchten zu bringen, dann wird es genügend geben, die eigentlich neidisch sind und es verpacken in dem so ein Schmarrn. Vor allem nicht Bayern, Schmarrn ist Quatsch. Für alle nicht Bayern, genau, das ist Quatsch. Ja. Genau. Und die das kleinreden wollen. Ja. Und da zählt jetzt das, was du eben auch gesagt hast, erzählt eben mehr über die als über uns und über dich, der an seiner Vision gerade baut. Also Unterstützer suchen, aber auch loslassen von alten Dingen. Nicht immer kann uns alles begleiten, was in der Vergangenheit wertvoll war. Und manchmal sind es auch Menschen, die okay. eben beschlossen haben, einen anderen Weg zu gehen. Und wenn die dir dauernd den Stecker ziehen und dich immer klein machen und nie an das glauben, was mit dem du unterwegs bist, mit deinen leuchtenden Augen, dann mal hinspüren, zu sagen, ja, das war ein wertvoller Begleiter vielleicht für eine ganze Weile und jetzt ist es das vielleicht nimmer. Das ist bitter. Das ist gar nicht so einfach, brauchen wir nicht reden. Und dennoch passiert es. Also es würde mich echt interessieren, was passiert wäre, was du mir für Tipps gegeben hättest, wenn wir uns vor, ja, sagen wir mal, grob 4 Jahren schon getroffen hätten, weil es sind genau so die Punkte, wo ich mich jetzt auch 100% selber wiederfinde. Also auch der Weg, für den ich mich entschieden habe, ich habe auch diese Steckerziehsätze bekommen, ne? So diese Sätze, also Beispiel, du glaubst doch nicht, dass dich irgendeiner dafür bezahlt, einen Vortrag zu halten, ja? Steckerziehsatz. Oder auch einer meiner Lieblingssätze, den habe ich inzwischen schon von 2 Verlagen gehört, jo, die Handwerker, die lesen doch nichts, ja? Also, da brauchst du doch kein Buch für die schreiben, es ist ja vollkommen für die Katz. Das wäre auch ein Steckerziehsatz. Wenn ich das geglaubt hätte, hätte ich gesagt, na okay, dann lasse ich es halt, ja. Also und das ist, ja genau. Ja, habe ich übrigens auch von 2 Verlagen gehört mit dem Thema Vision. Kapfer, das Thema Vision ist tot, das brauchen sie nicht. Ja, vergessen sie es. Ja, ja. So. Ja. Genau. Okay, super spannend. Also wir haben da die absolut gleichen Erfahrungen, auch was Verlage angeht, aber das wäre auch wieder eine eigene Podcast-Folge für sich. Ja. Machen wir hier einen Cut, ja, das brauchen wir nicht aufmachen, dieses Thema. Nee. Aber wir bleiben beim Thema Verlag. Wir kommen Richtung Ende. Ich würde dich noch bitten, dass du uns einen guten Buchtipp gibst. Es darf nur einer sein, ha? Aber du kannst auch gerne 2 machen. Ich muss halt alles in die Shownotes schreiben, also Hals unter 5, das wäre ganz gut. Nee, es werden nicht mehr wie 2. Also 1 ist von Förster und Kreuz und das heißt, hört auf zu arbeiten. Und da geht es jetzt nicht darum, alles hinzuschmeißen, sondern eher da, dass es ein Anstiftungsbuch ist, das zu tun, was wirklich für einen zählt. Und es hat sehr viel mit Visionen zu tun. Das ist das eine Buch. Und den anderen Menschen habe ich vorher schon mal genannt. Das ist Jens Korsen, der Selbstentwickler. Und ich mag seine Art, die Dinge anzuschauen, ein weiser Mensch, der sehr inspirierend auf das ist, wie wir denken und was das mit unserem Handeln zu tun hat. Wie heißt sein Buch? Der Selbstentwickler. Achso, das war das Buch. Sorry, ich habe gedacht, das ist sein Claim. Sorry. Nee, so, das heißt gleichzeitig so. Okay, super. Also diese Buchtipps packe ich euch in die Shownotes rein. Genauso mit meinem Buchtipp zu dieser Folge, Bau dir deine Zukunft von Silvia. Liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Ich muss dir übrigens sagen, du musst dich mal bei Springer beschweren, das Buch zerfällt. Ja, ich finde das auch ganz furchtbar. Ja. Ist mir auch aufgefallen, ja. Also, aber nicht jede Lieferung.
echt schon viel mit diesem Buch gearbeitet, habe es auch selber schon zweimal gelesen und die Seiten trennen sich so langsam aber sicher vom Rücken. Das ist, ja, das ist Qualität, Mate, keine Ahnung wo. Also, egal. Aber holt's euch am besten als E-Book, da kann nichts passieren. So. Oder als Hörbuch von mir, da kann auch nichts passieren. Stimmt, Hörbuch haben wir auch, ja. Okay, obwohl ich kein so großer Hörbuch-Fan bin, weil da kann man sich nichts anmarkern. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Okay, also, genug der Buchtipps. Es waren jetzt 3 Stück. Ich denke mal, das reicht als Lesestoff. Ich würde dich bitten, Silvia, dass du uns noch einen kleinen Appell zum Schluss kredenzt, wie wir denn als Workerscast-Zuhörer, als Handwerksunternehmer unsere Vision finden, wie wir die Welt so ein bisschen anzünden. Nimm dir wirklich Zeit für deine Träume, arbeite am Unternehmen und das heißt, die richtige Zeit, um Visionen anzupacken und Träume anzupacken, ist immer jetzt, nicht warten. Sehr schön. Wunderbar. Gefällt mir ganz toll, wie das ganze Interview. Silvia, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir, dass du da warst. Alle wissenswerten Infos zu Silvia packe ich euch in die Shownotes und ich danke euch an dieser Stelle jetzt fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder beim Workerscast. Ciao, macht's gut, euer Jörg. Hey, hier ist nochmal Jörg. Und, hat's dir gefallen? Dann lass mir doch bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann gib mir dein persönliches Feedback, damit ich diesen Podcast immer weiter verbessern kann. Danke schon mal. Ciao, ciao, dein Jörg.